So mag ich auch gerne träumen, in die Sterne schauen, den Wind lauschen, dem Atem zuhören und in dem Wasser mich versenken. Also kurz gesagt, es geht um Hu. Wenn es losgeht, sagt Bescheid, ne? Hat er schon losgegangen? Nö. Oh, haben wir den Anfang wieder mal verpasst? Wir sind die YOLO-Crew. Wir sind das Hai-Hubre-Team. Wir begrüßen Sie heute zu unserer allerersten Weltpremiere unserer sprachlich geführten Reise. Ich bin Antonio, Mitglied in der YOLO-Crew seit einigen Monaten. Ich bin Leon, auch genannt Master Mace Windu. Master YOLO. Wir sind alle Bremer. Wir lieben diese Stadt. Wir lieben jeden einzelnen Menschen. Jede einzelne Zelle, jedes Atom, alles geht von hier aus. Alles belegbar, sichtbar. Wir laden alle nach Bremen ein. Herzlich willkommen. Okay, das ist die Petra. Ich bin hier Statist. Ja. Petra und wir befinden uns hier an einem wunderschönen Flecken am Rimbert-Ring. Genau. Hier hat sich der Rotkäppchen-Verein niedergelassen. Ich bin hier also aktiv tätig und arbeite im Team, die für die Bepflanzung zuständig sind. Und wir freuen uns über alle, die sich hier niederlassen und wohlfühlen. Das Rotkäppchen war vorher in der Humboldtstraße. Wir haben es Garten Eden genannt. Für uns war es ein Paradies. Ist es immer noch, das ist wahr. Und jetzt wieder ein neues Paradies mitten in Bremen zu pflegen. Dankeschön, Petra, an das ganze Team. Ja? Ihm blieb im Kopf, dass wir letztens über Tussi gesprochen haben, dass das von Tusnelda kommt. Ja. Und Tussi, dann hat er irgendwann gesagt. Ich ja gesagt, Tussi. Drin verbaut. Tussi. Ja. Und dann blieb ihm das im Kopf und dann hat er das gemalt. Er ist einfach so mal gemalt. Ja. Ja. Ja, einfach so gemalt. Die sind alle so. Naja, das hat er innerhalb von 10 Minuten gemalt. Das ist so ein Mensch. Jeder hier, er hier hat das innerhalb von einem Satz. Kam gleich das Bild. Explosion bei ihm. Ja, guck mal, was er da einfach mal. Aber für uns, für ihn. Und was kommt da noch raus? Das wissen wir noch gar nicht, wenn das hier so rausgekommen ist. Ja. Er ist noch nicht explodiert. In sich, im positiven Sinne. Unser erstes Geschenk. Ja. Während Online-Sendung. Wir senden auf allen Kanälen. Sichtbar, unsichtbar. Kreative Wege werden sich immer offenbaren und sind in einer endlosen Vielfalt an Möglichkeiten vorhanden und bieten sich jederzeit die an. Alles kann bewiesen werden. Ins Viertel müsst ihr kommen. Ihr müsst hierher kommen. Ihr habt gar keine andere Wahl. Ihr müsst uns kennenlernen. Wir sind echt toll. Wir sind echt super. Wir sind die Besten. Ihr müsst mit uns abhängen. Ein Tag mindestens. Noch sind Termine zu vergeben. Die sind noch leer. Aber es wird eine Zeit kommen, das wird nicht mehr möglich sein. Also nutzt die Chance. Bitte. Ich bitte euch darum. Wir sind echt toll. Ich weiß, dass jeder von euch toll ist. Einzelne. Deswegen wollen wir die Tollen. Kommt bitte. Richtig. Daraufhin brauchen wir einen. Nein, nein, das ist Brutopenner. Da gibt es keinen Nein. Hast du nicht kapiert? Wenn man hier was anbietet, nimm mal an. Das hast du schon kapiert, oder? Da wirst du nicht davon sterben. Hm? Da wirst du davon nicht sterben, glaub mir. Nicht das fordern von sich, was Gott gar nicht von dir fordert. Gibt es einen Vers im Koran. Wir haben ihnen nicht gesagt, dass sie das machen sollen.
Tag und Nacht beten und das und jenes. Das ist das, was sie sich selbst auferlegt haben. Ein Bier kann halal sein. In einer Situation kann Bier halal sein. Also Alkohol. Ja. Ihm bekommt es, aber mir bekommt es nicht. Ja. Was auch immer. Tomate, Gurke, Alkohol, Marihuana, Koks, was auch immer. Ist scheißegal. Darum geht's doch. Verständnis. Es geht doch um Verständnis. Wir wollen es doch verstehen. Und jeder soll uns verstehen. Das Wissen kann immer da sein. Ist immer da. Was heißt hier kann? Ist immer da. Ist immer da. Es ist immer alles da. Jeder hat Wissensstand. Ja, man braucht das Wissen. Also gibt es kein Nichtwissen. Also ich habe das Konzept des eindimensionalen Raums noch nicht verstanden. Es ist alles eine Lichtfrequenz. Wenn du ganz genau hinspürst, kannst du spüren, dass es alles Licht ist. Auch wenn du sagen würdest, ich habe Hände, ich fühle. Das ist alles tief in dir verankert. Aber wenn alles Licht ist, was ist dann dunkler? To be or not to be is not the question, weißt du, da hatten wir doch schon. Das Nichtsein gibt es nicht. Es gibt nur das Sein. Lichte die Erde in dir, sodass sie wieder aus dir herauskommt. Es geht von innen nach außen. Und der ganze Film, der sich außen abspielt, ist dein Innerstes, ist doch klar. Wasser über uns. Wir warten schon. Nass gemacht im Garten Eden. Was ist das Hologramm? Hast du Hologramm gesagt? Ein Hologramm. Nee, Hologramm. Hologramm. Und alles, was in der Ewigkeit steht, außen entsteht, wird innen verdichtet. Man ist selbst nicht mehr dicht. So dicht ist das schon. Und dahinter, Gott ist, in dem Atemfeld, siehst du, dass etwas atmet. Also im Sinne von... Je mehr man die Sache beschreibt von verschiedenen Blickwinkeln, desto mehr erkennt man das Ganze. Aber verfehlt eigentlich das, was es ist. Man ist nicht mehr, das ist schon so dicht, Jan. Und die Erde verschwindet dafür. Vorstellen, wer hier nach Bremen kommt und Leon nicht sieht und von ihm etwas geschenkt kriegt oder ihm etwas gibt, der hat im Leben alles verpasst. Das ist Leon. Street Paper Organization and me, can you help me please? Das ist Leon. Hast du schon alles ausgegeben wieder? Einiges. Ich spende. Ich spende an eure Spende. Gruppe. Ja, das ist sehr gut. Berühmt-berüchtigte Windy Windschuss, Master Windy Windschuss. Soll ich einen Zaubertrick vorführen? Ja. Also, diesen Keks, in die Hand, dann streue ich ein bisschen Zauberkrümel drüber und weg. Was lernen wir daraus? Glaub nicht alles, was du siehst, genau. Nein. Leon und ich hatten gestern... Für die Ameisen. Da habe ich euch nämlich kennengelernt. Muss man sich vorstellen. Yasi, Leon und Leon Yasi kommen mit mir zu Hause auf und fragen mich, wer ich bin. Nein, nicht wer ich bin, ich weiß nicht, was sie gefragt haben genau. Aber es war jedenfalls klar, dass sie es ernst meinen, dass ich jetzt wirklich irgendwie damit rausrücken muss, wer ich bin. Oder zumindest soweit ich weiß, wer ich bin.
Ich habe eine kleine Vorlesung auf YouTube gehört, ne? Ja. Über Hilberts Hotel. Ich weiß nicht, ob das allgemein bekannt ist. Nee. Kann ich das noch in Hilberts Hotel ist von einem Mathematiker namens Hilbert. Um zur Veranschaulichung von dem Begriff der Unendlichkeit in der Mathematik. Also es ging darum, dass jemand kam und gesagt hat, ich hätte gern ein Zimmer. Und da hat der Portier gesagt, es sind aber alle Zimmer belegt, obwohl wir unendlich viele Zimmer haben. So, dann habe ich mir schon gedacht, da ist schon der Denkfehler, weil dieser jemand, der kommt, ist in der Unendlichkeit schon drinne. Und zwar, wenn man von der Ewigkeit und der Unendlichkeit spricht, das sind zwei Achsen im Raum der Wahrnehmung. Die Ewigkeit wäre das Feld der Horizontalen und die Ewigkeit ist die Achse der Senkrechten. Und alles, was in der Ewigkeit entsteht, wird unendlich wiedergespiegelt. Das in der Unendlichkeit wird es wiedergespiegelt. Das heißt aber, die Unendlichkeit ist unendlich und alles, was in der Ewigkeit steht, außen entsteht, wird innen verdichtet. Und am Ende hat man dann einen menschlichen Körper. Also ich kann zum Beispiel bei meinen Eltern nicht so auftreten. Was sagst du denn dazu? Wie? Ja, so wie ich jetzt so angekleidet bin. Kannst du nicht? Nee, mein Papa hat gesagt, du kommst nicht wieder hierher, weil ich so angekleidet bin, wie ich bin. Echt? Ja. Und das Problem habe ich seit Jahren. Ah. So um die 30 Jahre. Jetzt musst du erst mal reinziehen. Ja. Das finde ich nicht gut so als Papa. Oder? Was sagst du? Finde ich auch, habe ich auch gesagt. Naja, was soll's. Auf der einen Seite sagt man, das ist Papa und Mama, aber auf der anderen Seite sage ich mir, hallo, wenn mein Papa und meine Mama mich nicht so akzeptiert, wie ich bin, ja, dann läuft da was falsch, dann muss ich nicht auf sie hören. Ja. Dann machen sie was falsch. Dann höre ich auf sie, dann komme ich nicht einfach dahin. Das ist so jetzt meine jetzige Einstellung dazu. Es gibt noch eine andere Welt, die man entdecken kann. Wenn man ganz still ist, kann man eintauchen. In die Ewigkeit und in die Unendlichkeit. Die Unendlichkeit in die Ewigkeit einrahmen und so ein neues schöpferisches Bild malen. Das ist Forum für Künste in der Wumboldtstraße, im Viertel, im Steintor. Hier sind ganz tolle Vibes, sehr tolle Schwingungen, sehe ich. Sie lächeln und sie tanzen und sie trinken Wasser und Wein und sie trinken Bier und sie lächeln sich gegenseitig an. Ein Geheimtipp hier in Bremen, auf der ganzen Welt. Von hier wird alles gesteuert, vom Forum für Künste, genannt FKK. Hallo.
Ha? Wo haben wir die Künstlerin? Wolfgang. Wolfgang. Mein Name ist Niazi Leon. Leon, ja. Wolfgang. Tolle Haare, Alter. Du bist kein Häuptling, du bist ein Haupt. Du bist ein richtiger. Wo haben wir die Künstlerin? Hallo! Na? Welcome! Ja, hallo! Hi! Okay. Ja, und habt ihr euch, nein, ihr seid plötzlich vorbeigekommen. Wir haben uns gestern angekündigt. Ah, ja. Gut. Wir haben gehört, hier ist eine Vernissage und wir haben uns die Kunst angeguckt. Oh. So, guck mal, wo ist denn die Künstlerin überhaupt? Wo ist denn die Künstlerin überhaupt? Wer ist das denn? Ist die überhaupt hier? Alexander, wo ist denn die Künstlerin? Oder der sie da, mit dem schwarzen Kleid. Ach, sie ist das. Ach, interessant, das war schon die Künstlerin. Haben wir uns schon vorgestellt? Nein. Mein Name ist Niazi Leon. Niazi Leon? Ja. Ich bin Gertrud. Gertrud. Ja. Schön, ich bin Leon Niazi. Wir haben uns die Namen, die eigenen, noch dazugegeben, weil wir uns sehr gut verstehen, so dass wir ineinander durchgehen. Schön, dass wir hier sind, dass wir deine Kunst sehen dürfen. Dich noch dazu. Danke. Das ist richtig toll. Voll die Ehre. Ey, du machst das toll. Das ist richtig toll, was da ist. Richtig schön. Richtig. Richtig toll. Hat mir richtig gefallen. Mir gefällt sowieso alles, was hier ist. Deswegen habe ich gesagt, wir müssen hierher. Ja. Dieser Laden hier, der ist hier viel zu unterlaufen. Das stimmt, das stimmt. Also kommt ein höherer Stellenwert bei. Eindeutig, eindeutig. Ja. Also der Laden muss proper voll sein, so tolle Menschen. Wir gucken erstmal, ja? Ja. Und dann will ich aber bitte ich um eine Erklärung der Bilder. Ja, das kommt noch. Das okay. Kommt noch jemand, der das erklärt. Ach so, okay. Ich erkläre, ich kann es auch erklären. Ja. Aber ich finde eigentlich auch noch gut, wenn außer dass ich es erkläre, auch nochmal jemand von einer anderen Perspektive, was und alles, was da nicht gesagt ist, sage ich dann hinterher. Ja. Ja. Darf ich? Für mich ist diese Kunst wundervoll. Ja. Für mich, aber die wahre Kunst aus meiner Sicht ist die Künstlerin, weil sie hat das hervorgebracht. Das ist etwas, ja, schön, aber ich habe hier die lebendige Version von mir. Deswegen ist die Künstlerin aus meinem Verständnis immer wertvoller als ihre Kunst. Also, wer hier nicht ist, der war nirgendwo. Der kennt gar nichts, das ist schon mal klar. Wer den FKK-Strand hier in Grüpeling, wo ist das? Rumpelstraße. Ah, FFK, genau. Achso, das haben wir doch was, FKK. Achso, das ist FFK, genau. Aber hier muss man nackt sein im Sinne von wahrhaftig. Genau, hier ist die Nacktheit. Hier ist die Nacktheit von innen. Ja. Innen ist man nackt. Mensch, im Garten. Ich trage ja auch meine Tätowierung. Ja, das spende ich an die YOLO-Gruppe. Hm. Dankeschön. Thank you.
Abend noch schön, meine Ankunft. Ich freue mich sehr. Der Flixbus hier, die günstigste Version nach Bremen. Ich startet von Städten zu Städten Flixbusse und kommt hierher. Alle kommen nach Bremen. Alle kommen nach Bremen. Hier wird alles gestartet. Wir sammeln sie ein, das sind die Einsammler. Das Motto heißt einsammeln. Einsammeln, genau. Einverstanden. Einverstanden. Einverstanden.